Wenn euch am Schluss das Video gefallen hat, dann hinterlasst einfach ein Gefällt mir-Button, Glocke betätigen. Ja, ihr wisst ja Bescheid, wie das geht, ne? Dankeschön. Geschätzte Bürgerinnen und Bürger, die außenpolitische Situation eskaliert. Schweren Herzens rufe ich deshalb die sofortige Wehrpflicht für alle Deutschen aus. Bitte melden Sie sich umgehend in den speziell dafür eingerichteten Einzugscentern, jeweils neben Aldi-Märkten und in ehemaligen Corona-Testzentren. Ja, es tut mir wirklich leid, das war nicht meine Idee, sondern ein direkter Befehl unserer Besitzer. Ich meine natürlich der Wunsch unserer guten Freunde und Verbündeten, den USA. Ja, prinzipiell betrifft dies alle männlich gelesenen Personen im Alter zwischen 16 und, was hatten wir gesagt, Moni? Ja, zwischen 16 und 56 Jahren. Ja, ich werde jetzt einige Fragen aus dem Live-Chat beantworten. Mogili 7 fragt, ich wurde als Frau geboren, bin aber seit 11 Monaten Bartträger bzw. Testofluid mit Anti-Cis-Upgrade-Option, muss ich in den Krieg? Lieber Mogili 7, ja, prinzipiell alle Bartträger. Allerdings, wenn die Transition weniger als ein Jahr zurückliegt, werden sie dem Küchendienst zugeordnet. Dazu bitte unbedingt Bon bzw. Rechnung für den künstlichen Bartaufbau mitbringen. Stolzi McStolz, ich bin seit meinem 5. Lebensjahr Laktose plus minus intolerant nach Professor Ignaz Bobe. Nun habe ich gehört, dass es bei der Bundeswehr keine Mandelmilch bzw. Kibadu Bio-Kunstäuterextrakt gibt. Was tue ich morgens in meinen nachhaltig angebauten Fridolin-Tee? Lieber Stolzi McStolz, die Bundeswehr wurde general überholt, also tatsächlich überholt von sämtlichen Generälen des Planeten, hauptsächlich, weil wir all unsere Waffen weggegeben haben. Nun ja, aber, und darauf sind wir sehr stolz, aufgrund des Global Sustainable Food Act steht den Kadetten inzwischen eine große Bandbreite an Nahrungsalternativen zur Verfügung. Eben auch Mandelmilch und diverse Sumpfwurzel-Nektararten. KuchenTV-Fan44 fragt, gegen wen genau ziehen wir denn in den Krieg? Daran kann ich mich nicht so richtig erinnern. Ali Ahmed King schreibt, Alvar Lam, Entschuldigung, ich spreche leider kein Russisch. Letzte Frage, Drachenlord Doppel-Null, ab wann genau gilt die neue Wehrpflicht? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Leute, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Es ist Punkt 18 Uhr und schwupp stehen alle Wahlergebnisse fest. Leute, wer hat denn in der Zeit die Wahlergebnisse in einer Sekunde ausgerechnet? Seid ihr nicht alle nicht ganz sauber oder was? Wollt ihr uns eigentlich als Bürger alle verarschen? Um 18 Uhr schließen die Wahllokale in Deutschland. Da kann ich um 18 Uhr das Wahlergebnis feststehen. Also bin ich der Einzige, der das merkt, dass wir hier grundsätzlich total verarscht werden? Dass wir uns den Weg zur Wahl ohne eigentlich sparen können? Weil doch das Wahlergebnis grundsätzlich sowieso schon vor der Wahl feststeht. Ich bin fassungslos. 18 Uhr Wahl. Also es ist eine Katastrophe. Ehrlich, Wortlos. Wir stehen als Christdemokraten in der ersten Reihe, unser Europa gegen alle radikalen Kräfte zu verteidigen. Das haben wir immer klar gemacht. Da können sich die Menschen darauf verlassen. Das ist unser Europa. Adenauer, De Gasperi, Schumann, Kohl, Merkel, wir haben es mit aufgebaut. Deswegen werden das auch gegen die Nazis, gerade bei uns, die Neonazis der AfD, verteidigen. Auch im nächsten Europäischen Parlament. Ich war noch nie in meinem Leben wählen. Aus einem einzigen Grund. Das, was ich will, steht ja gar nicht zur Auswahl. Und bevor jetzt einer sagt, ja, aber besser ist es überhaupt, irgendwas zu wählen, als gar nicht zu wählen. Genau das ist der Fehler. Indem du nämlich deine Stimme abgibst, gibst du deine Stimme ab. Freiwillig. Indem du in einer Wahlurne deine Wahl begräbst, stimmst du energetisch alledem zu, was passieren wird. Du gibst deine Verantwortung ab. Und viel schlimmer als das, du gibst deine Einwilligung. Und es braucht immer deine Einwilligung. Sie können nichts in unserer externen Realität manifestieren, ehe wir nicht mitspielen, einwilligen. Ehe wir es nicht auch bewusst, überbewusst oder hier eben unterbewusst miterschaffen. Was mich aber am meisten erschreckt, und auch wirklich, was das Bitterste ist an diesem Wahlergebnis, das ist eben die Zustimmung zu einer rechtsradikalen Partei, die sich ja in den letzten Monaten und Jahren immer weiter radikalisiert hat, die auch selbst offengelegt hat oder offengelegt bekam, wo ihre Konzepte liegen in der Deportation von Migranten und Migrantinnen und Migranten, die AfD. Und Sie sagen, Sie benutzen gerade das Wort Deportation. Ja. Niemand hat dort in Potsdam das Wort Deportation benutzt. Allerdings, Martin Sellner spricht bei allen seinen... Remigration. Nein, Martin Sellner spricht bei dort all seinen... Dort in Potsdam, das, was die Kollegen vom Korrektiv recherchiert haben, ja. Wir hatten den Kollegen hier sitzen, selber auch darauf hingewiesen und sagte, da ist das Wort Remigration gefallen. Ja. Also warum benutzen Sie dann das Wort Deportation? Sie haben 570.000 Leute an die AfD verloren. Ich weiß. 570.000. Ich bin mir darüber im Klaren. An diese Leute, die so böse sind, so rechtsextrem, wie Sie sie gerade beschreiben.
Das hat mit Böse nichts zu tun. Warum gehen die dann von der guten SPD zur bösen AfD? Warum tun die das? Das hat mit Böse nichts zu tun. Ich finde diese Kategorien auch wirklich unterkomplex, ganz ehrlich, muss ich mal sagen. Mhm. Die Inflation war ja in diesen wichtigen Bereichen noch höher als diese 10% Statistik. Und die Menschen haben alle unsere guten Konzepte, Mindestlohnerhöhung, Wohngeld, Ausweitungserhöhung, Kindergeld, Kinderzuschlagerhöhung, spüren können wegen dieser hohen Inflation. Sind wir da vielleicht an einem ganz interessanten Punkt? Herr Brücker schüttelt schon wieder den Kopf. Ich vermute, er denkt an den Spiegeltitel und den Kanzler, der vor einigen Wochen, Monaten versprochen hat, wir werden im großen Stil abschieben. Ja. Das ist nicht passiert. Doch, das war's. Und was der Bund dazu beitragen kann, das hat er beigetragen. Wie viele Abschiebungen mehr hat es seitdem? Das hatten wir letztes Mal schon, Herr Lanz. Das ist auch schon wieder unterkomplex. Wir sind nicht zuständig. Frau Eisken, Sie sagen immer, das ist unterkomplex. Sie wissen doch, dass wir nicht zuständig sind. Wir haben die gesetzlichen Grundlagen. Ihr Kanzler sagt, wir schieben im großen Stil ab und Sie sitzen dann hier und sagen, wir sind nicht zuständig? Unser Bundeskanzler hat die notwendigen gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen und mit den Ländern entsprechende Vereinbarungen getroffen. Okay, und wer schafft es dann nicht? Die Länder offenbar. 3 Tage vor der Europawahl sagt man dann, jetzt schieben wir auch nach Syrien und Afghanistan ab. Dann sitzen Sie kurz nach der Europawahl hier und sagen, Freunde, pass auf, sind wir eigentlich erstens gar nicht zuständig, zweitens schwierig, drittens gesetzlich, viertens geht so alles nicht. Wort in einer Regierungserklärung am nächsten Tag wirksam wird, dann verstehen Sie die Zusammenhänge der politischen Abläufe in Deutschland nicht, denn es müssen ja Gesetze gemacht werden. Sie haben jetzt nicht unterkomplex gesagt, aber gedacht. Und wenn die Europäische Union dieses GEAS... Dann bin ich zu dumm. Aber mit mir sind es offenbar viele andere auch. Das Ergebnis ist ein schmerzhaftes Ergebnis. Wir müssen es analysieren und wir werden Konsequenzen daraus ziehen. Sie haben an dem Wahlabend auch gesagt, Frau Esken, wir werden weiter das tun, was wir bis jetzt erfolgreich getan haben. Ja, und das ist auch notwendig. Bitte? Und wo korrigieren Sie sich? Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, in der Politik eine Korrektur vorzunehmen. Sie wurden gerade von Michael Brücker gefragt, wo korrigieren Sie sich? Ja. Sie sagten, wir haben da im Grunde nichts zu korrigieren. Da sind ja auch Dinge schon auf dem Weg, die... Genau, Sie haben gesagt, wir haben da nichts zu korrigieren. Ja. Ja, liebe Freunde, jetzt ist es passiert. Wir haben die CDU im Plenum gestellt und vorgeführt. Sie behauptet ja seit Tagen und Wochen, sie würde radikal-muslimische Vereine verbieten wollen, wenn sie nur eine Regierung wäre. Und jetzt habe ich heute den Antrag eingebracht, Muslim Interaktiv, den besonders radikalen Verein, der die ganzen Demonstrationen in Hamburg gemacht hat, wo Tausende das Gewaltregime des Kalifats über Deutschland ausstülpen wollten. Den Antrag habe ich gestellt und ich habe ihn namentlich gestellt, zur namentlichen Abstimmung, sodass die Bürger sehen können, wie jeder Abgeordnete abgestimmt hat. Und die CDU hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie behauptet. Sie hat den Antrag abgelehnt. Also auf ihr Reden folgt kein Handeln. Sie macht ganz was anderes als das, was sie behauptet. Da haben wir sie vorgeführt. Ich bin dankbar für diesen Tag. Jetzt kann die ganze Republik sehen, wie diese CDU tickt und dass man ihr nicht vertrauen kann. Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Beste reizigers, helaas moeten wij u meedelen dat u betrokken bent bij genocide. De Nederlandse regering gebruikt uw stem en uw belastinggeld om Israël militair, politiek en economisch te steunen bij de vernietiging van Gaza en haar bevolking. Zo weigert Nederland om te vragen om een wapenstilstand. Daarnaast doet uw regering er alles aan om Israël in de VN te beschermen tegen sancties. Ook in de Tweede Kamer staat men aan de kant van genocide. De meerderheid van het Nederlandse parlement heeft gestemd om de uitspraak van het ICJ naast zich neer te leggen. Nederland levert ook onderdelen voor de F-35 bommers die dood en verderf zaaien in Gaza. Gesloten deuren riep minister-president Rutte. Wat kunnen we zeggen zodat het lijkt alsof Israël geen oorlogsmisdaden begaat? Het wordt tijd om de waarheid onder ogen te zien. Nederland staat weer aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Het wordt tijd om je uit te spreken. Toon lef. Laat Gaza niet in de steek.
Die Grünen sind für Frieden, also wenn er es glaubt, wird selig. Für mich ist ganz klar, wir als Grüne setzen uns dafür ein, dass es Frieden gibt in der Ukraine und in Europa. Und da haben wir einen klaren Kurs, mit dem werden wir auch weiterhin versuchen, Menschen zu überzeugen. Denn wenn Wladimir Putin diesen Krieg gewinnen würde, dann würde es nicht zu einem friedlicheren Europa führen, sondern ganz im Gegenteil zu einem, das unsicherer und weniger friedlich auch für uns hier in Deutschland wäre. Ja, das muss diese satanische Umkehr sein. Die Grünen sind für Frieden, also wenn er es glaubt, wird selig. Für den Frieden, aber gleichzeitig für den Endsieg über Putin. Und der alles richtig stellen kann, was ihm wichtig ist. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lege jetzt bewusst den Maßstab an, den Sie die letzten 6 Monate bei der AfD angelegt haben. Und insoweit haben wir heute einen Abgrund von Landesverrat in den Reihen der CDU-CSU, anscheinend auch in der SPD. Vor 3 Wochen haben Beamte eine Großrazzia in 8 Bundesländern durchsucht. 10 Verdächtige, mein Kollege hat es eben ausgeführt, wurden verhaftet. Dabei der Rechtsanwalt, was noch wichtig ist, Klaus Brockhaus und der Kölner Rechtsanwalt Johannes Dehnert. Außerdem wurden mehrere Politiker festgenommen, meine Damen und Herren, von der CDU zum Beispiel der langjährige Landrat Werner Stump, von der SPD, und das wird gleich noch sehr interessant bei der SPD, der Geschäftsführer Jens Bröker, er soll 300.000 Euro Bestechungsgeld angenommen haben. Es geht um Schleusertätigkeit für reiche Chinesen, Inder und Araber. Nach Geldwäscheverdachtsmeldungen, und das ist noch pikanter, von dem deutschen Konsulat in Kanton wurden Ermittlungen aufgenommen. Eine Frau Ling Yu aus Peking gab 11 Millionen Euro und eine Generalvollmacht für Herrn Bröker, ein SPD-Mitglied, über den Tod hinaus ab, um den Erwerb des Pascha in Köln, das größte Bordell Deutschlands, entsprechend zu ermöglichen. Darf ich die SPD nach den Maßstäben, den Sie anlegen, jetzt offiziell auch die Ludenpartei Deutschlands nennen? Das ist doch hier die Tatsache. Nebenbei, laut Ermittlern in NRW haben rund 300 reiche Chinesen und Araber bis zu 360.000 Euro pro Fall nach Deutschland eingeschleust zu werden bezahlt und bei Politikern von CDU und SPD Aufenthaltsgenehmigung verschafft zu haben. Darunter sollen sich übrigens tatsächlich auch chinesische Spione befinden. Führt bei Ihnen jetzt die Spur nach Peking, Genossinnen und Genossen der SPD? Meine Damen und Herren, die nordrhein-westfälische CDU, und Herr Tebroke sitzt ja hier vom entsprechend betroffenen Kreisverband, erhielt dann sogar Spenden über 52.000 Euro. Unter anderem, Sie wollen ihn ja, Sie können sich jetzt aufregen, Innenminister Reul, meine Damen und Herren. Auch hier lege ich den Maßstab an, den Sie bei einer Unschuldsvermutung meiner Kollegen ja gar nicht anlegen. Natürlich muss ich dann behaupten, anscheinend ist der Innenminister des Landes NRW käuflich, meine Damen und Herren. So sieht's doch aus. Bei gleicher Fallkonstruktion würden Sie doch Ähnliches sagen. Das nennt man dann Doppelmoral, meine Damen und Herren, von den sogenannten demokratischen Parteien. Und die sogenannte öffentlich-rechtliche Presse titelte kürzlich "Wir seien vaterlandslose Gesellen", meine Damen und Herren von der CDU-CSU. Das scheint wohl eher mit diesen Fakten bei Ihnen der Fall zu sein. In NRW sind mittlerweile Aufenthaltstitel bei Ihnen käuflich durch Spenden. Tja, und kommen wir, das scheint ja auch Methode zu haben bei Ministerpräsidenten Herrn Wüst. Ich fühle mich da nämlich an käufliche Gespräche und Fotoaufnahmen mit Ministerpräsident Rüttgers aus dem Jahre 2010 erinnert. Damals musste der heutige Ministerpräsident Wüst, damals noch CDU-Generalsekretär, zurücktreten. Damals so wie heute und bitte auch als Ministerpräsident jetzt zurückführen. Er ist für diesen Sumpf in Nordrhein-Westfalen verantwortlich, meine Damen und Herren. Und würde man das Wort Korruption mit C schreiben, so müsste man und wüsste man, wofür das C bei CDU-CSU steht. Strauß und Starfighter, Kohl und seine schwarzen Koffer und das Ehrenwort, Lichtensteiner Konten, ein vorbestrafter Finanzminister namens Schäuble, Amigo-Affäre, Bäderkönige, Frau von der Leyen und entsprechend die Deals mit Pfizer, Maskendeals in ihren Reihen, Löbel und Nüsslein, auch von der CDU, das Echternach-Prinzip und dann noch die Tochter des Ex-Generalsekretärs Tandler, die 43 Millionen Euro bei Maskendeals entsprechend verdient hat. Meine Damen und Herren, die Demokratia Christiana ist Ihnen gegenüber noch echter Weisungsabendpartei gewesen. Aber warum ist das so? In einem Land, in dem Medien und Staatsanwälte unabhängig wären, der Europäische Gerichtshof hat ja gesagt, wir dürfen nicht mal Haftbefehle vollstrecken, weil bei uns eben entsprechende Staatsanwälte weisungsgebunden sind, würde es Ihre Partei, meine Damen und Herren, von der CDU-CSU gar nicht mehr geben. Beispiel gefällig, 17% der Funke Mediengruppe gehört mal einem Herrn Holthoff-Förtner bei uns in NRW, ein Parteifreund von Armin Laschet, der ihn dann in August 2017 sogar noch zum Minister für internationale Beziehungen und Medien berufen hat. Noch Fragen zur Korruption in Ihrer Partei? Meine Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, was Ihnen hier aufgetischt wird, ist eine große Scharade. Die einzige Partei, und deswegen werden wir von Ihnen entsprechend mittlerweile in diesem Lande verfolgt und so an die Wand gestellt, ist die AfD. Sie ist das beste Rezept, diese Beutegemeinschaft irgendwann auf die Oppositionsbank zu schicken, meine Damen und Herren. Ich will Handschellen klicken hören. Und das hat Gründe, die liegen nicht in irgendeinem rechten Spektrum, sondern die liegen bei diesen Parteien. Und ich sage nur mal ein paar Beispiele, woher der Vertrauensverlust kommen kann. Wir haben einen Bundeskanzler, dessen Rolle in der Cum-Ex-Affäre immer noch ungeklärt ist. Die Staatsanwältin, die ermittelte, hat entnervt aufgegeben. Und es regt eigentlich in der Politik und auch in den Medien kaum jemanden auf.
Frau von der Leyen hat in Europa mit den Milliarden um sich geworfen, als sie die Impfstoffe besorgte. Sie tut alles, um keine Klarheit zu schaffen in der Pfizer-Affäre und ist trotzdem Spitzenkandidatin und hat jetzt wahrscheinlich gute Chancen, wieder Kommissionspräsidentin zu werden. Und ähnliche Dinge, ich kann weitermachen, in der Pandemie. Wir wissen inzwischen aus den Protokollen des RKI und des Expertenrates, dass die Kritiker der Pandemie-Maßnahmen sehr recht gehabt haben und dass uns Politiker damals belogen haben, dass es nur so krachte. Es spielt in den Medien und in der Politik keine Rolle. Die Aufarbeitung dieser Geschichte, die bei vielen Leuten eine große Rolle spielt, findet nicht statt. So, das sorgt für einen Vertrauensverlust gegenüber den etablierten Parteien. Natürlich sind da bei der AfD jede Menge Schmuddelleute wie Krah und andere. Nur dann sagen die Wähler der AfD, ja, aber guck doch mal dahin, guck doch mal dahin, ist doch auch nicht besser. Und das ist das Problem, das ich sehe. Das sind Gründe, die so tief sitzen. Und das Erstarken extremistischer Parteien kommt nicht von irgendwoher, sondern es kommt, weil die Mitte versagt hat. Und da kann ich nur noch mal sagen, ich will Handschellen klicken hören. Zu viel Info, zu wenig Zeit, ein Medienüberblick am 12. Juni 2024. Wunden lecken? Konsequenzen ziehen? Weit gefehlt. Die Russen waren es. Der Rechtsruck, der sich bei den Wahlen zum EU-Parlament zeigte, erschüttere den Wertewesten, obwohl der eine oder andere ja steif und fest behauptet, all dies sei nur inszeniert. Und man kann die exzessiven Wahlbetrugsorgien ja überall entdecken. Wie war der Ausspruch von Kurt Tucholsky? Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Ja, alle sind Nazis und rechts und rechtsextrem sei sogar Sarah Wagenknecht, die, wenn man genau hinsieht, eigentlich doch eher Kommunistin ist. Und die Bewohner der ehemaligen DDR sind zudem auch noch unterprivilegiert und unterbelichtet, ungebildet sozusagen. So der Kevin, der im Callcenter arbeitete, was ihn natürlich befähigt, in einer Regierungspartei den dicken Maxen zu machen. Und was wir auch sehen, ist, dass es bestimmte Teilbereiche der Gesellschaft gibt, die man klar abgrenzen kann, wo wir sehen, haben wir deutlich an Boden verloren. Ich spreche von ländlichen Räumen, ich spreche vom Osten, ich spreche von Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen und aus unteren Einkommensbereichen. Und da muss ich jetzt ein Jahr vor der Bundestagswahl einfach festhalten, wenn das so bleibt, gewinnen wir damit keine Bundestagswahl und insofern sind das Themen, die wir dringend dran müssen. Das ist Kevin. Kevin hat ein Puzzle in nur 3 Monaten gelöst, obwohl auf der Schachtel 3 bis 4 Jahre stand. Kevin ist hochbegabt. Sei wie Kevin. Und neben der Tatsache, dass natürlich überall Nazis sind, behaupten Beamte der Europäischen Union nun, dass die Europäische Kommission und die Führer aller EU-Länder Opfer verleumderischer Kampagnen geworden sind, die angeblich vom Kreml durchgeführt worden sind. Ein Grund mehr für die EU, ein neues Finanzierungsinstrument für 2024 bis 2027 einzurichten. Über diese Ukraine-Fazilität wird sie dem Land in diesem Zeitraum regelmäßig und verlässlich Hilfe in Höhe von 50 Milliarden Euro zukommen lassen. Und das sind doch nur Peanuts. EU-Staatsmitglieder sollen mehr als 585 Milliarden Euro ausgegeben haben, um das russische Gas zu ersetzen, sagte Igor Sechin, Geschäftsführer des russischen Energieunternehmens Rosneft, während eines Energieforums in St. Petersburg. Ja, wer kann, der kann eben. Und bevor ich es vergesse, EU-Gesundheitsbehörden werden am 11.06., also morgen, einen Vertrag mit dem Impfstoffhersteller Sequirus abschließen, bei denen es um rund 40 Millionen Vogelgrippeimpfungen für Menschen in den nächsten 4 Jahren geht, wobei 640.000 Impfdosen sofort geliefert werden. Und unser Olaf, nun der ist natürlich auch ein Putin-Spion, so konstatiert vom Kriegshetzer Roderich. Scholz sei als Agent für Russland tätig, weil die Russen den Olaf mit seiner Involvierung im Cum-Ex- und Wirecard-Skandal erpressen. Das war doch irgendwie klar, oder nicht, Roderich? Macron jedenfalls löst sein Parlament auf und will Neuwahlen, was die linksversifften Antifanten in Frankreich gleich mal nutzen, um massive Straßenschlachten und Plünderungen anzuzetteln. Und zack, brennt das Schloss Versailles und musste geräumt werden. Der Brand war aber schnell wieder unter Kontrolle, Verletzte gab es nicht. Und der belgische Premier nun, der tritt auch zurück. Und nur nebenbei, weil nicht EU, aber dennoch interessant, Benny Gantz und 3 weitere Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts treten aus der Regierung Netanjahus zurück. Und unser Olaf nun, der sitzt es eben aus. Vielleicht muss er es ja aussitzen. Und das ist auch besser so, denn der Staub einer bundesweiten Razzia gegen SPD-Mitglieder muss sich erst einmal legen. 1000 Polizisten in 8 Bundesländern, ausgeführte Haftbefehle, 1,2 Millionen Euro in bar, Schleuserkriminalität. Und wenn es nur das wäre. Die Nancy hat jetzt einen hochkriminellen Gangsterrapper eingestellt. Der hatte mal brutal einen Geldtransporter ausgeraubt und soll nun vor Fake News warnen. Und das ist immer noch nur die Spitze eines gewaltigen Eisberges der Kriminalität.
Ja, und so oft blieb alles immer folgenlos. Denn guck mal an, kaum sind die Untersuchungen der Ahrtal-Katastrophe selbstredend ergebnislos beigelegt worden, da plant die Skandalpolitikerin Siegel, die seinerzeit ja nur völlig genervt war, als die Menschen ungewarnt schlicht und ergreifend ersoffen sind, weil sie doch gerade 4 Wochen Urlaub hatte und dann auch noch gelogen hatte, ihr Comeback. Ja, so läuft das eben im Wertewesten. Und wie vor der Wahl, so nach der Wahl Slava Ukraini, tönt es vom Kanzler der Herzen und alle grölen mit. Die Koksnase hatte Redezeit im wirklich diesmal vollbesetzten Bundestag. Alle waren da. Wirklich alle? Nein. Die Plätze von Bündnis Sarah Wagenknecht und der AfD waren leer. Als Boykott. Und dann gab es frei Haus, 100 Patriot-Luftabwehrraketen von Boris und 500 Milliarden Aufbauhilfe. Na, da wird es dann wohl demnächst einen Ukraine-Soli geben. Und die Hochwassergebiete, ach komm, Schwamm drüber, die helfen sich schon gegenseitig. Aus der Presse, aus dem Sinn, könnte man sagen. Und weil es ja nicht so gut lief, bei der EU-Wahl schließt der Olaf einen Machtpakt mit der CDU. Nur als kleine Erinnerung an alle Kurzzeitdementen, die CDU gewählt hatten, das hatten wir doch ein paar Jahre. Und es ist ja total gut gelaufen. Gut, dieses Mal soll es halt die Ursel stützen, die wie eine Fliege auf aber auch wirklich jeden Korruptionsskandal sitzt oder mittendrin steckt. Ach, fände ich das schön, wenn Ursel abgewählt wurde und stattdessen vielleicht das kleine Außenminister-Trampolinspringer-Desaster den Posten bekommen würde. So war es von der Presse ja mal vorgeschlagen. Das wäre nämlich ein trefflicher Schlag in jedes Wählerherz auf dem gesamten europäischen Kontinent und würde einmal mehr in aller Deutlichkeit zeigen, man kann eben tun und lassen, was man möchte. So glaubt man wenigstens. Aber bewiesen bekommt man das auch so. Eine Terroristin kommt frei, weil sie ins EU-Parlament gewählt wurde und dort Immunität erhält. Eine italienische Antifa-Aktivistin und Linksterroristin war in Ungarn verhaftet worden wegen Gewalt und Terrorismus. Sie hatte mit der Gruppe um Lina Engels, die sogenannte Hammerbande, mehrere Menschen am Tag der Ehre fast totgeschlagen. Ihre beiden deutschen Mitangeklagten, der Rest ist leider noch flüchtig, sitzen in Untersuchungshaft. Ja, und statt 20 Jahre Knast gibt es jetzt viel Freiheit und 700.000 Euro Gage für 5 Jahre. Das ist Wertewestendemokratie. Wir sind tatsächlich schon seit langer Zeit im Endstadium des Wahnsinns. Aber Gott sei Dank finden ja jetzt die Fußball-EM-Spiele statt. Da können dann alle wieder feiern und im Taumel der Ereignisse kann man in aller Ruhe den Wahnsinn, nein, nicht aufräumen, sondern großflächig vertuschen. Und sonst so? Finnland hat inzwischen zugegeben, die Ukraine als Testgebiet für neue Waffen zu nutzen. Helsinki müsse verstehen, wie Waffen in einer realen Situation funktionieren würden, auch solche, die noch in der Entwicklung seien. Die Ukraine ist also das neueste Versuchskaninchen des Westens, wobei so neu ist sie gar nicht. Denn nebenbei geht es in der Ukraine natürlich, neben der Verteidigung der Wertewestendemokratie, um Rohstoffe. Die Ukraine hat extrem wichtige Mineralien im Wert von 10 bis 12 Billionen Dollar, erklärt die US-Senator Lindsey Graham. Es geht also um Lithium. Interessanterweise aber mehren sich die Meldungen, dass die Ukrainer zunehmend in befreite Gebiete, die von Russland kontrolliert werden, migrieren. Offensichtlich haben sie keine Lust mehr, den Wert der Westen und seine Demokratie zu verteidigen. Das berichten ukrainische Behörden. Und wenn wir über die Ukraine sprechen, dann natürlich auch über Biolabore. Und nun stand ja der Vorzeigeschwiegersohn der Demokraten Hunter Biden vor Gericht und ist in Windeseile schuldig gesprochen worden, wegen unerlaubten Waffenbesitzes unter Drogeneinflusses. Klasse, die Justiz funktioniert ja doch, werden einige Gutgläubige sagen. Allerdings überspielt man mit dieser Justizshow einige andere wesentlich derbere Dinge und Personen, die eben nicht ans Licht kommen sollen. Hunter hätte es vielleicht verdient, für irgendetwas ins Gefängnis zu kommen, aber der Kauf einer Waffe ist es nicht. Das ist also nur ein kleiner Schlag auf die Finger, um es so aussehen zu lassen, als würde das Justizministerium Hunters Verbrechen untersuchen. Genauso wie damals, als Hillary mit Comeys schneller Untersuchung ihres privaten E-Mail-Servers vor der Wahl 2016 hoffte, dass dies die Öffentlichkeit beschwichtigt, damit sie darüber hinwegkommen könne. Es handelt sich um den Laptop der Hölle, der jahrelang als russische Desinformation von FBI und CIA unterdrückt wurde. Es geht also darum, dass dies nun als Beweis zugelassen wird. Denn neben der Tatsache, dass sich darauf Bilder und Aufnahmen von Hunter in Aktion mit kleinen Kindern und illegalen Drogen befinden, konnte man dem Laptop auch Unterlagen entnehmen, die andere Prominente und ihre Abartigkeiten zutage fördern. So hat zum Beispiel Barack Obama 2005 Partnerschaftsabkommen mit der Ukraine geschlossen, um Biowaffenprogramme in diesem Land zu starten. Und Joe Biden koordinierte die Aktivitäten von Auftragnehmern für militärische Biowaffenprogramme, die in der Ukraine in finanziellen Betrug verwickelt waren. Und Hillary, die Gute, initiierte die Annahme einer US-Strategie zur Bekämpfung biologischer Bedrohungen und förderte die Gesetzgebung zur Forschung mit doppeltem Verwendungszweck. Und George Soros, er ist der große Spender der militärischen biologischen Forschung in der Ukraine und Lobbyist der Big Pharma. Und es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Kommen wir mal zu Russland. Nun, die Welt, oder besser der Wert, der Westen hält entsetzt den Atem an. Da hat man also provoziert und eskaliert und alles getan, damit Russland den ersten vernichtenden Schlag tut, aber nein. Russland setzt einen viel größeren und vielversprechenderen Plan um. Russische Kriegsschiffe üben den Einsatz hochpräziser Waffen im Atlantik, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit und versetzte die USA in Alarmbereitschaft. Russlands modernste Fregatte Admiral Gorschkow, ein Hyperschallraketenträger, begleitet das Atom-U-Boot Kasan und 2 weitere Marine.
Marineschiffe. Die Übung umfasst das Treffen von Zielen aus einer Entfernung von mehr als 370 Meilen, sagt das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung, und Berichten zufolge sollen alle vier Schiffe am Mittwoch in Havanna eintreffen und auf ihrer Reise 25 Meilen an der Küste der Vereinigten Staaten vorbeifahren. Putin landet also in Kubas Schweinebucht an und es folgen Meldungen, natürlich nicht im Mainstream, dass sich russische Kriegsschiffe im Atlantik derzeit in der Nähe von Key Largo, Florida, in einem Patt mit amerikanischen und kanadischen Schiffen befinden. Der Westen ist zwangsempört. Der Bootsverband wird vom russischen Diktator als Säbelrasseln in einer Zeit großer Spannungen wegen eines Krieges gegen die Ukraine gesehen und erinnert an die Tage des Kalten Krieges und der Kuba-Krise, als die USA gegen Kuba und die UdSSR angetreten seien. Inzwischen soll Putin eine Notfallmeldung an die Vereinigten Staaten gesendet haben. Starten Sie die Uhr. Man könnte also sagen, die Jagd beginnt. Die US Navy Poseidon, ein U-Boot-Jäger, fliegt über die Küste Floridas auf der Suche nach dem russischen U-Boot. Schweinebucht 2.0 oder auch die Jagd nach dem Roten Oktober? Die Jäger werden zu Gejagten? Wenn du weißt, dann weißt du. Tja, und sonst scheinen zahllose Staatenführer gerade ziemlich ungesund zu leben und zahlreich vom Himmel zu fallen oder anderweitig ihr Leben zu verlieren. Der Vizepräsident von Malawi und 9 weitere Personen wurden für tot erklärt, nachdem das Flugzeug vom Radar verschwunden war. Dies ereignete sich nur wenige Wochen nach dem Hubschrauberabsturz des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, der bei diesem ums Leben gekommen sein soll. Malawi ist übrigens zu trauriger Berühmtheit gekommen, weil so große Prominente wie die Sängerin Madonna des Kinderhandels beschuldigt, dort ihre Kinder adoptierten und sie dann für sexuelle Ausbeutung und für soziale Experimente missbrauchten. Aber Krieg findet eben auch auf anderen Ebenen statt. Die BRIC-Staaten geben bekannt, dass ihr De-Dollarisierungsprogramm fast fertig ist. Der Petrodollar ist tot. Fast die Hälfte der Weltwirtschaft strebe eine Partnerschaft mit Russland an. Ja, die Russen sind wirklich sowas von isoliert. Nebenbei übrigens beschlagnahmt Russland Vermögenswerte deutscher und amerikanischer Landesbanken, wie das Handelsblatt berichtet. Wie du mir, so ich dir, könnte man sagen. Es ging immer um Entnazifizierung. Es ging um Entfinanzierung und Entmilitarisierung. Und die Befreiung von satanischen Kräften. Auf allen Ebenen. Das Ordnungsprinzip für jede Gesellschaft ist der Krieg. Die Autorität eines Staates über sein Volk beruht auf seiner Kriegsmacht. Heute geht's um Öl, morgen um Wasser. Das sind die Königsdisziplinen des Geschäftemachens. Waffen, Öl und Drogen. Aber man hat da ein Problem. Friedliche Zeiten sind Gift, Frieden ist gleichbedeutend mit Stillstand. Deshalb wird die Weltwirtschaft künstlich durch Zerstörung gestützt. Man kann nur weiterhin Geld machen, wenn die Welt in Flammen steht. Aber damit das funktioniert, dürfen die Menschen das nicht wissen. Es wurden spezielle Auslöser erschaffen. Der Anschlag auf das World Trade Center, der Anschlag auf die Londoner U-Bahn, Massenvernichtungswaffen. Eine Bevölkerung, die in ständiger Furcht vor Terror lebt, stellt keine Fragen. Der Wunsch nach Krieg wird der Wunsch des Volkes. Es bringt gern Opfer für seine Sicherheit. Furcht ist die Rechtfertigung, Furcht ist Kontrolle. Furcht ist bares Geld. Dies war ein Zitat aus einem Film. Und also bleibt die Frage, wie lange werden die Menschen noch zahlen? Mit ihren Steuern, ihrer Kraft, ihrer Furcht. Deutsch ist keine leichte Sprache, besonders auch für Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. Nee, Leute, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Das ist so witzig. Da kann es unter Umständen eine Herausforderung sein, den Nachrichten im Fernsehen zu folgen. Deswegen startet heute ein neues Angebot der Tagesschau. Vorbereitungen für die Premiere. Von heute an gibt es die Tagesschau in einfacher Sprache. Und das klingt erstmal ungewohnt, wie etwa in dieser Probesendung. Indien. Es ist viel zu heiß. In dem Land Indien ist es im Frühling immer heiß. Aber jetzt gerade ist es richtig schlimm heiß. Ich stelle mir die Nachrichten in ein paar Jahren vor. Da kommen AfD von rechts und machen bla bla. Und andere sagen, böse AfD. Da kommen Putin und machen boom boom. Und Wetter so, kommen Regen, fallen Wasser vom Himmel runter. Die Themen sind die gleichen wie in den regulären Tagesschau-Ausgaben, allerdings in reduzierter Anzahl. Wie, noch weniger? Die lassen wir uns hoch schon die Hälfte weg. Die Texte werden zudem langsamer vorgetragen, sind einfacher formuliert und enthalten viele Erklärungen. Wir sagen erstmal, wo ist, spielt das Ganze, wo ist das verortet? Wer ist das? Kennt man den schon? Müssen wir den noch erklären? Gibt es Worte, die wir erklären müssen, die vielleicht nicht so geläufig sind? Und dann tasten wir uns quasi von dem Bekannten zum Neuen hin. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Lese-, Lern- oder Hörschwierigkeiten sowie Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. Man wolle jeden in der Gesellschaft erreichen, sagt der Chefredakteur, besonders im Zeitalter von Fake News und Desinformation. Na, hört ihr schon raus, ne? Ist so ein Wahrheitsministeriumsding. Das ist doch Satire, Leute! Gerade in dem Bereich ist es für uns wichtig, dass wir auftreten als Lieferant von wichtigen Informationen, guten Nachrichten, gut recherchierten Inhalten. Und eben um als Teil dieser Demokratie zu funktionieren, brauchen alle Menschen diese Versorgung mit Nachrichten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau diese Zielgruppe jetzt auch ansprechen. Also ich bin ja kein Experte, aber ich glaube, das tun die wegen den ganzen Migranten, die jetzt hier leben. Und viele von denen wählen jetzt lieber die AfD statt Altparteien. Und weil die jetzt denken von der Tagesschau, dass die alle nicht ganz die Hellsten sind, machen sie denen jetzt die Tagesschau noch einfacher. Noch weniger Informationen, noch mehr Erklärungen.
voll nett. Ente, 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 Ente. In Deutschland heißt das Militär Bundeswehr. Bei der Bundeswehr arbeiten Soldaten. Wenn es einen Angriff gibt, dann müssen die Soldaten kämpfen. Das ist Verteidigung. Der Minister für Verteidigung heißt Pistorius. Pistorius sagt, wenn es einen Angriff gibt, dann haben wir nicht genug Soldaten. Deshalb brauchen wir mehr Soldaten. Pistorius hat jetzt einen Plan gemacht. Mit dem Plan will er mehr junge Menschen mit 18 Jahren zur Bundeswehr bringen. Dazu kommt jetzt ein Film. Wir reden von einem Jahrgang von 400.000 jungen Männern, die jedes Jahr 18 werden. Die werden wir anschreiben mit einem Musterungsfragebogen. Ein Musterungsfragebogen, der online versandt werden soll. Der Fragestellung enthält zu Qualifikationen, zu Interessen, zu Neigungen, zu Sport, aber insbesondere auch die Frage beantworten sollen, wer sich vorstellen kann, freiwillig Dienst bei der Bundeswehr zu leisten. Die kommen immer wieder zurück auf die Kapazitäten, über die wir reden. 5.000 und in den Folgejahren langsam aufwachsen. Wir gehen davon aus, dass wir sie mühelos in den ersten Jahren allemal durch freiwillig Interessierte werden füllen können. Also werden diese 400.000 einen Fragebogen bekommen. Sie werden verpflichtet werden, soweit sie junge Männer sind, diesen auszufüllen. Dazu wird es eine entsprechende gesetzliche Verpflichtung geben, die wir in das Wehrpflichtgesetz schreiben. Frauen, die 18 werden, werden diesen Fragebogen auch bekommen. Allerdings nicht mit einer Verpflichtung versehen, weil sie ja nicht der Wehrpflicht unterliegen. Und nun zur nächsten Nachricht. Falsche Väter, Regierung gegen Betrug. Manche deutsche Männer sagen, ich habe ein Kind mit einer Frau aus dem Ausland. Ich bin der deutsche Vater von dem Kind. Deshalb ist das Kind auch deutsch. Wenn das Kind deutsch ist, dann können die Frauen in Deutschland bleiben. Die Frauen wollen nämlich in Deutschland bleiben. Die Männer lügen aber. Die Männer haben nämlich kein Kind mit einer Frau aus dem Ausland. Für die Lügen wollen die Männer Geld von den Frauen. Das ist alles Betrug. Die Regierung sagt, Betrug ist verboten. Mit dem Betrug muss jetzt Schluss sein. Deshalb hat die Regierung neue Regeln gemacht. Die Behörden sollen die Männer besser überprüfen. Dann soll es keine falschen Väter mehr geben. BlackRock will die ganze Welt kaufen. In jedem Unternehmen, das sich diese Heuschrecke hereinfrisst, verändert sie das Verhalten. Sie schreibt vor, wer einzustellen ist. Nicht mehr du, nicht mehr deine Geschwister, sondern absurde Minderheiten und Einwanderer. Das ist keine Verschwörungstheorie, das sagt der BlackRock-Chef persönlich. Dass mittlerweile die ganze Großindustrie woken Unsinn macht, überall die Regenbogenfahne flattert, das ist kein Zufall. Das liegt an der Macht von BlackRock und anderen Heuschrecken. BlackRock hat Deutschland gekauft, weil Friedrich Merz seine Kontakte versilbert hat. 1 Million Euro pro Jahr hat er sich zahlen lassen, um Deutschland zu verscherbeln und dafür zu sorgen, dass auch bei uns der woke Wahnsinn um sich greift. Vorsicht! Wenn dieser Mann Kanzler wird, dann regiert BlackRock ganz offiziell Deutschland. Verschwörungstheoretiker. Totalitären Staat entgegen und in 3 Jahren werden wir hier zensiert, was wir sagen dürfen. Ja, aber wenn man es... Entschuldigung, Herr Müller. Ja, das ist genau die Situation, die wir erleben werden. Die das Bargeld ist geprägte Freiheit, dass dieser Spruch stimmt voll und ganz. Er gibt dir die Möglichkeit, anonym zu kaufen, er gibt dir die Möglichkeit, überhaupt zu kaufen. Nehmen wir doch mal die Situation an, wir haben kein Bargeld mehr, wir haben nur noch elektronisches Geld und ich glaube, wir können uns abschminken, diese Naivität, die Krypto-Jünger am Anfang hatten, das wird mal eine anonyme Währung werden, völliger Bullshit. Das wird niemals anonym sein, Währungen sind mächtiger als Armeen und man wird das nicht einfach anonymisiert lassen. Der Sinn ist ja gerade digitalen Währungen, dass ich damit Kontrolle ausüben kann. Da macht Anonymität ja gar keinen Sinn, da würden die ganzen Argumente von wegen Geldwäsche und so weiter gar nicht mehr funktionieren. Also es werden selbstverständlich rein digitale Währungen geben, die werden vollkommen überwacht werden. Das heißt, man wird dann von dem ersten Lutscher bis zum Sargnagel wissen, wann ihr was gekauft habt, und zwar unveränderlich. Die Konsequenz ist erstmal, jetzt wissen die alles über mich. Jetzt wird die meisten noch sagen, naja, und dann sollen sie es halt wissen, wird die Werbung besser auf mich ausgerichtet, ist ja in Ordnung. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir wissen doch nicht, wie ist denn die politische Landschaft in 20, 30, 50, 100 Jahren. Guckt mal die letzten 100 Jahre zurück, wie viele verschiedene Regierungsformen wir hatten. Wisst ihr, wie es in 50 Jahren aussieht? Jetzt lasst doch mal in 30 Jahren eine totalitäre Regierung ans Land kommen. Und ihr wollt euch dagegen aufbegehren, ihr wollt jetzt Freitagsdemonstrationen machen. Und dann sagen die, Moment mal, du, das gefällt uns aber gar nicht, was ihr da macht. Pass mal auf, du darfst jetzt nicht mehr reisen, du bleibst jetzt mal schön zu Hause, du reist jetzt nicht mehr nach Berlin, du darfst keine Flugtickets mehr kaufen, keine Zugtickets und du kriegst nur noch für 20 Euro Sprit im Monat. Für alles andere ist dann, dafür ist dann Geld gesperrt. Oder man sagt, wenn du ganz böser dieser Dissident bist, der Regierung auf den Sack geht, klick, du kaufst überhaupt nichts mehr. Dein Konto, deine digitale Währung ist gesperrt, du kannst mit nichts anderem bezahlen, du kaufst dir nicht mal mehr ein Brötchen, du kaufst dir keine Zeit und keinen Kugelschreiber mehr, du bist raus aus dem Spiel, du kannst noch unter der Brücke leben. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in dem Moment, wo du keine Möglichkeit hast, anonym zu bezahlen, wo niemand weiß, wer du bist, darf der kaufen oder darf der nicht kaufen, der legt einen Geldschein auf den Tisch und jeder wird gleich behandelt, das ist ein Gleichheitsgrundsatz, wer Geld hat, wird bezahlt, wird bedient. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben wir die Gefahr einer massiven totalitären Diktatur über die Bevölkerung, gegen die sich keiner wehren kann. Es kombiniert auch Auszahlung von Geld über bedingungsloses Grundeinkommen oder bedingtes Grundeinkommen zusammen mit einem chinesischen Sozialpunktesystem. Und dann wisst ihr, wie völlige Überwachung und Steuerung einer Gesellschaft aussieht. Wer da sich noch stark macht für Bargeldabschaffung, weil es so schön bequem ist und weil so wenig Bakterien auf den Scheinen ist, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Der Freitag ist ein bisschen früher zu Ende als sonst, denn EM fängt an. Es sind zwar noch Akten zu machen,
aber die liegen am Montag auch noch da. Es gibt kein Volk und es gibt deswegen auch kein Verrat am Volk. Uns allen ein schönes Turnier. Ciao. Voll die Verarschung. Jetzt gar nichts los. Wo ist denn das hier? Wo sind denn die Leute hier? Kantare! Hallo, was ist denn da los? Hast du noch was gesagt, Michi? Alles Gute. Wir sind immer noch beim Bewegungstest. Also, wenn wir das Public Viewing einblenden, 10.000 auf dem Fall. Ich denke aber, dass es klar und sichtbar ist, dass natürlich die Unterstützung für die deutsche Nationalmannschaft eben oft auch eben in so Nationalstolz mündet. Und da haben eben auch wissenschaftliche Studien gezeigt, dass das auch rassistische Gewalt und auch nationalistisches Gedankengut stärkt. Und gerade in der aktuellen Zeit ist das natürlich was, das man kritisch betrachten sollte. Aber wie soll man denn dann umgehen mit der Nationalmannschaft, mit der Europameisterschaft? Wie soll man sich denn dann freuen, nach Ihrer Ansicht? Naja, man kann sich natürlich über ein Fußballturnier freuen. Und ich persönlich kann jetzt diese Aufteilung von Mannschaften irgendwie nach dem Geburtsort der Spieler nicht so nachvollziehen und finde irgendwie andere Turniere spannender. Aber natürlich kann man sich für eine Mannschaft freuen. Aber man sollte eben diesen nationalen Bezug da irgendwie rausnehmen. Und warum sollte man zum Beispiel nicht die DFB unterstützen mit einer grünen Fahne? Also warum muss es die Deutschlandfahne sein? Warum muss es eine Deutschlandfahne sein? Weil ich auch stolz auf dieses Land bin und viele Hunderttausende und Millionen auch. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Warum tragt ihr denn keine Deutschlandbinde? Ist die verboten oder was ist da los? Nein, das ist natürlich nicht verboten. Aber ihr müsst euch vorstellen, gestern hat ja Deutschland gegen Schottland gespielt. Und wenn beispielsweise ein schottischer Fan sich verletzt und ich komme dann mit einer Deutschlandflagge und will dem schottischen Fan helfen, dann kann es sein, dass das Vertrauen natürlich dann gebrochen ist. Und das möchten wir nicht. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich über den Sieg von Deutschland. Wir sind definitiv für alle da, egal welches Trikot. Und es folgt die deutsche Hymne. Einigkeit und Recht und Freiheit und vor allem Vielfalt. 37 Messerangriffe pro Tag. In Deutschland. Die Anzahl von Messerangriffen steigt. Mit verheerenden Folgen. In Schermbeck wird eine Joggerin schwer verletzt. In Saarbrücken wird ein Mann im Zug attackiert. In Hamburg wird ein Kioskbesitzer erstochen. Und dann natürlich dieser widerliche Angriff in Mannheim. Der Täter ermordet einen jungen Polizisten vor laufender Kamera. Das mutmaßlich spare ich mir hier einfach. Und ich freue mich drauf, 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 und ich freue mich drauf. Ja, das Thema Migration sei es gewesen, das die Menschen bei der Europawahl zur AfD getrieben habe, heißt es. Und dabei habe die Messerattacke von Mannheim eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, bei der ein junger Polizist brutal getötet wurde. Ein entsetzliches Verbrechen, das die AfD sofort zum Wahlkampfthema machte. Dabei sind Fakten bei dieser Partei ja oft nachrangig. Wir sind verabredet mit dem Imam der nahegelegenen Ahmadiyya-Muslimgemeinde. Auch hier kannte niemand den Täter. Aber der brutale Mord und seine Folgen lässt auch sie nicht los. Sogenannte liberale Muslime sind allen Ernstes der Meinung, dass diese und andere Konzepte der westlich-säkularen Moderne mit dem Islam in Einklang gebracht werden könnten. Das Menschenbild, das die Aufklärung hervorgebracht hat, ist ganz und gar reduziert und düster. Daher, dass die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde nicht als liberale oder reformistische Strömung des Islams betrachtet werden sollte. Stattdessen folgen wir den ursprünglichen Lehren des Islam, wie sie vom heiligen Koran und dem heiligen Propheten Mohammed, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden gewähren, vorgeschrieben wurden. Für uns heißt das, dass der Versuch fatal ist, genuin islamische Überzeugungen bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen, nur um dem heutigen Zeitgeist zu entsprechen und die hier und heute vorwiegenden Ideen, Überzeugungen, Auffassungen auf Biegen und Brechen in das islamische Weltbild aufzunehmen. Im westlich-säkularen Denken wurde an die Stelle von Gott die Vernunft gesetzt. Diese Absolutsetzung der Vernunft ist nicht mit dem Islam in Einklang zu bringen. In dieser Hinsicht ist die erkenntnistheoretische Position des Islam sehr klar. Und diese steht der westlich-säkularen Position diametral entgegen. Weißt du Bescheid, ne? Haltet euch fest, das Berliner Abgeordnetenhaus hat nun ganz frisch ein 1,3 Milliarden schweres Budget für den Bau von Flüchtlingsunterkünften genehmigt. Die Berliner Erstaufnahmeeinrichtungen und sonstige Asylunterkünfte reichen für die stetig wachsende Zahl von Flüchtlingen einfach nicht mehr aus. Daher sollen an 16 Standorten knapp 6.200 neue Unterkünfte entstehen. Ein Sprecher der von der CDU geführten Finanzbehörde sagte dazu, durch die Maßnahme soll sichergestellt werden, dass das Land Berlin seiner Aufgabe, Asylbegehrende und wohnungslose Kriegsgeflüchtete vor Obdachlosigkeit zu schützen, nachkommen kann. Herrlich. Herrlich. Herrlich.
Angesichts der hohen Schulden, die Berlin vor sich her schiebt, nämlich ganze 60 Milliarden Euro, lehnte die AfD als einzige Partei im Abgeordnetenhaus diese Maßnahme ab. Wer ist schuld an der AfD? Die Grünen. Wer ist schuld am Ukraine-Krieg? Die Grünen. Wer hat Deutschland nicht digitalisiert? Wer hat uns alle mit Corona infiziert? Wer hat nicht genug in Bildung investiert? Und alle! Die Grünen. Wer erfindet die Klimakrise? Die Grünen. Wer tut nichts gegen die Klimakrise? Die Grünen. Wer ist schuld, dass das System kollabiert? Wer ist schuld, dass Deutschland beim ESC verliert? Wer ist schuld, dass meine Frau sich nicht mehr rasiert? Und alle! Die Grünen. Der öffentliche Auftritt von US-Präsident Biden hier beim G7-Gipfel hat erneut für Spekulationen über seine Fitness gesorgt. Und in Amerika denken schon jetzt 6 von 10 Amerikanern, dass er nicht mehr fit genug ist, auch mental, um sein Amt auszuführen. Wie haben Sie persönlich ihn hier hinter den Kulissen erlebt, in den Gesprächen? Ich finde, dass Joe Biden jemand ist, der sehr klar ist, der genau weiß, was er tut und der auch, gerade wenn es um internationale Politik geht, zu den erfahrensten Politikern gehört, die weltweit überhaupt unterwegs sind. Das ist in so einer schwierigen Situation wie der, wo ein Krieg hier in Europa in unserer Nähe stattfindet, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat und wo viele, viele andere Konflikte die Welt umtreiben, ein Asset, etwas Gutes. Und deshalb kann ich nur sagen, das ist ein Mann, der genau weiß, was er tut. Gefixt mit eurer Freundschaft, ich möchte deinen Dreck. Ach, kick mal raus, ja. Hallo, der Herr Steinmeier. Man, ich hab dich mal bemocht, aber jetzt nicht mehr. Ja, und dann lasst euch schön für Steuergelder durch die Gegend schaukeln, ne? Wir bezahlen das. Ja, genau, ich bin Rentner, hallo. Und ich bezahle das. Und ich habe hier mein Leben lang geackert für euch. Ja, und lasst euch schön durch die Gegend schaukeln. Super. Es gibt ein Zitat von William Shakespeare, das den aktuellen Zustand der Welt, zumindest auf den ersten Blick, sehr treffend beschreibt. In seinem Bühnenstück King Lear heißt es: Es ist der Fluch unserer Zeit, dass irre Blinde führen. Ich finde, es ist in der Tat schwer zu fassen, dass die Mehrheit der Menschen in unserer Zeit so blind ist, einer politischen Elite zu folgen, an deren Spitze ungebildete, oft auch unausgebildete, vor allem aber fachfremde und oft vollkommen ahnungslose Dilettanten stehen. Wie kann es sein, fragt man sich, dass in einer Welt, deren technologischer Fortschritt alles übertrifft, was man bisher gesehen hat, solche Nullen das Sagen haben? Zu viel Info, zu wenig Zeit. Ein Medienüberblick am 17. Juni 2024. Kurz und schmerzlos. Für jeden ist was dabei. Was für den einen der Fußball ist, mit all dem Mitfiebern und dem sogenannten Nationalstolz, erlaubt natürlich nur, zeitlich ausschließend auf die EM begrenzt. Übrigens ist da auch erlaubt, alles für Deutschland zu brüllen. Sachen gibt's. Das ist für den anderen die Rückkehr der Monarchie. Ja, Kate ist wieder da nach ihrer schweren Erkrankung. Nach Monaten, in denen nur gemunkelt und geraten werden konnte. Was für Bilder, so glamourös, so prachtvoll. Und wen das auch nicht interessiert, für den schimmert das ganze Land in Regenbogenfarben. Beinahe jedes große Unternehmen, auch Polizei und Regierungen, lassen die Breitfahnen im Breitmonat wabern. Sogar an Polizeiwagen, die aber Schwarz-Rot-Gold natürlich nicht tragen dürfen. Wo kämen wir denn da auch hin? Höchste Transformation im Breitwahn, neben der Tatsache, dass die Pädophilie gefeiert wird? Ein sich selbst als Frau identifizierender Mann möchte sich nun einen Uterus und Eizellen implantieren lassen, um als erste Transfrau dann eine Abtreibung durchführen zu können. Dieses Wesen hat keinen Respekt für die weibliche Natur, hat keinen Respekt vor sich selbst und hat keinerlei Respekt vor dem Leben. Und wem auch das egal ist nun, der kann sich ab jetzt verstecken vor einer explosiven Anzahl von Axt- und Macheten- und Messermördern. Wobei, es gibt natürlich Mittel und Tricks, sich zu wehren. Wirst du angegriffen, nix wie weg. Fluchttechniken, um den Angreifer oder die Angreiferin zu irritieren und abzulenken, veräußert vom Mainstream. Schrei so laut du kannst, auch Taschenalarme sind empfehlenswert. Und Ekel versetzt den ganzen Organismus in Alarmbereitschaft. Simuliere einfach, dass du dich in Richtung des Täters oder der Täterin übergeben musst. Oder simuliere eine schlimme Krankheit wie einen Herzinfarkt, einen epileptischen Anfall
Anfall, plötzliche Blindheit, das hilft. Aber nur, falls eine Armlänge Abstand oder Messerverbotsschilder nicht ausreichend sein sollten. Halten wir also mal fest, wie auf Bestellung, Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Ja, denn hinter den Kulissen passiert so einiges. Die entschwärzten RKI-Protokolle zeigen jedem, der es sehen will. Es war natürlich kein Versehen, auch keine Fehlinterpretation, es war auch kein Fehler. Es war Absicht, Mutwillen, Zerstörung und Mord. Mindestens 35 Millionen Todesfälle nur durch die Impfungen fanden niederländische Wissenschaftler heraus. Was wird erst die Veröffentlichung der Stasi-Akte von Angela so zeigen? Man darf gespannt sein. Ja, und dann fand ja ein sogenannter Friedensgipfel in der Schweiz statt. Der Gastgeber übrigens ein Krimineller. Was für eine Überraschung, das lockt wohl niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. Ja, der katarische Chef des Birkenstock-Ressorts muss wegen Korruption ins Gefängnis. Gut, man könnte natürlich sagen, man bleibt ja unter sich. Und Russland war natürlich nicht geladen, wobei ausgerechnet der Olaf erklärte, Russland müsse in einem Friedensprozess für die Ukraine beteiligt werden. Es ist wahr, dass der Frieden in der Ukraine nicht erreicht werden kann, ohne Russland mit einzubeziehen, sagte der Olaf am Samstag. Und gleichzeitig forderte er Russland zum vollständigen Rückzug aus der teilweise besetzten Ukraine auf. Naja. Nun jedenfalls, so viel kann man sagen, ist die kleine Koksnase mit seinen Plänen, die Welt in der Schweiz und hinter der Friedensformel seines Namens zu versammeln, grandios gescheitert. Nicht nur nahmen weitaus weniger Staaten daran teil, als zunächst verlautbar, zudem hatten lediglich 84 der 101 Staaten und internationalen Organisationen die zu Papier gebrachten Rahmenbedingungen für weitere Friedensgespräche überhaupt unterzeichnet. Und natürlich sind es wieder Länder wie Indien, Saudi-Arabien, Brasilien und Südafrika, die einfach nicht mitziehen wollen. Medvedev fasste die Farce perfekt zusammen. Das Schweizer Panoptikum ist ein völliger Misserfolg geworden. Das neue Schloss oder die Farm der Tiere, die sich Kafka oder Orwell nicht einmal vorstellen konnten. Keiner der Teilnehmer des Friedensforums konnte begreifen, was das war. Tatsächlich war es ein schlecht inszeniertes Theaterstück, um den Bandera-Führer zu retten, der seine Legitimität unwiderruflich verloren hatte. Man erkannte ihn einfach an, indem man dorthin kam. Und diese unsinnige Friedensformel wurde auf 3 Punkte reduziert, die angeblich für alle akzeptabel wären. Sie beinhalten keinen Frieden. Und der bekiffte Google in einem schmutzigen Khaki-T-Shirt verkündete gleich bei dem Treffen, dass er bis zum letzten Ukrainer kämpfen werde. Es gab nur 2 interessante Momente. Das eine war die Abwesenheit des senilen alten Knackers, des Hauptorganisators der Party, der schon lange den Bezug zur Realität verloren hatte und immer wieder erstarrte, während er mit dem distanzierten Gesichtsausdruck eines Schwachkopfs in den Himmel blickte. Das andere war der kanadische Dummkopf, der alle mit einem Nazi-Bandera-Gruß glücklich machte. Ihm muss man allerdings einen freudschen Versprecher anrechnen, als er forderte, die verdammte Ukraine vor Gericht zu stellen. Alles in allem hat sich der Alpenfriedensgipfel als langweiliger Mist erwiesen, der mit dem Geld der bedauernswerten Steuerbezahler organisiert wurde. So Medvedev. Und nebenbei hat man auch einen von Moskau vorgelegten Friedensplan rundweg abgelehnt. Nicht nur Kiew, sondern auch die NATO. Mal wieder. Und täglich grüßt das Murmeltier, könnte man sagen. Dafür aber erklärte Putin, dass wir an einem Punkt seien, an dem es kein Zurück mehr gebe. Keiner, der bei klarem Verstand ist, will das und doch weigern sich die Führer des westlichen Tiefenstaates, auch nur eine Diskussion darüber zu führen, wie Frieden aussehen könnte. Nun, die kleine Koksnase will also bis zum letzten Ukrainer kämpfen und wenn dann kein Ukrainer mehr übrig ist, um gegen Russland zu kämpfen, wen werden Biden und die NATO ihrer Meinung nach dann dorthin schicken? Das US-Repräsentantenhaus hat gerade ein Gesetz verabschiedet, das die automatische Registrierung von Männern zwischen 18 und 25 Jahren für den Wehrdienst vorsieht und es wird daran gearbeitet, auch Frauen in die Liste aufzunehmen. Ja, und in vorauseilendem Gehorsam wird auch hier jeder über 18 angeschrieben, für den Dienst am Vaterland, was ja je nach Auslegung ein Begriff ist, den man zum Kotzen finden kann, wie zum Beispiel der Kinderbuchautor. Zwar beeilt man sich zu betonen, dass dies immer freiwillig sei, jeder hat das verbriefte Recht, Kriegsdienst zu verweigern, so der Boris, aber Freiwilligkeit ist wichtig, aber es braucht perspektivisch auch eine Verpflichtung. Allen muss deutlich werden, jeder und jede in unserer Gesellschaft muss einen Beitrag leisten. So geäußert von Eva Högel, SPD-Wehrbeauftragte. Ja, und man weiß ja, wie sowas endet. Ach, und nur nebenbei, der Bundesrat der Schweiz wurde beauftragt, die entsprechenden Rechtsgrundlagen dahingehend anzupassen, dass gemeinsame Verteidigungsübungen mit der NATO, die gemäß Artikel 5 des NATO-Vertrages den Bündnisfall simulieren, verboten sind. Schweizer Soldaten werden also nicht an NATO-Bündnisfallübungen teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Und unser Olaf, ohnehin von 75% der Menschen nicht gewählt und jetzt mit der EU-Wahlklatsche nochmals abgewatscht, erklärte, warum er nach dem schlechten Ergebnis der Ampelparteien bei der Europawahl keine Vertrauensfrage stellen wolle. Es ist so, dass die Regierung eine Mehrheit im Parlament hat. Wir haben gerade Gesetze beschlossen, in dieser Woche im Deutschen Bundestag. Und wir haben einen Auftrag zu erfüllen und unsere Arbeit zu machen. Und das tun wir, sagte der Olaf. Die Frage ist und bleibt also, welche Aufgabe ist das? Welchen Auftrag erfüllt ihr denn da?
Die wahre Gefahr für Europa geht nicht von Russland aus. Die Hauptbedrohung für die Europäer ist die kritische und ständig wachsende totale Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten. Im militärischen, im politischen, im technologischen, ideologischen und im Informationsbereich. Europa wird zunehmend an den Rand der globalen wirtschaftlichen Entwicklung gedrängt. Es wird in das Chaos der Migration und anderer akuter Probleme gestürzt. Es wird seiner internationalen Subjektivität und kulturellen Identität beraubt. Manchmal hat man den Eindruck, dass die europäischen Politiker und Vertreter der europäischen Bürokratie mehr Angst haben, in die Ungnade Washingtons zu fallen, als das Vertrauen der eigenen Bevölkerung, der eigenen Bürger zu verlieren. Das zeigen auch die jüngsten Wahlen zum Europäischen Parlament. Die europäischen Politiker schlucken Demütigungen, Grobheiten und Skandale mit der Überwachung der europäischen Spitzenpolitiker und die USA haben sie einfach in ihrem eigenen Interesse benutzt, erklärte Putin. Ja, die USA, deren Politiker oft unter israelischer zweiter Staatsbürgerschaft stehen und deren Zuarbeit wohl eher Giganten wie BlackRock dienen. BlackRock, BlackRock. Ah, stimmt, da war doch was. Der Friedrich oder BlackRock Merz, der ja auch ganz wild darauf ist, den Krieg in der Ukraine weiter zu betreiben, damit sein Arbeitgeber BlackRock dort sowohl an der Zerstörung als auch am Wiederaufbau verdienen kann, bezahlt von unserem Steuergeld. Ja, anderes Geld ist ja auch kaum noch vorhanden. Übrigens ist das nicht interessant. Seit dem 21. Mai ist die kleine Koksnase nun nicht mehr legitimer Präsident der Ukraine, weil ja schließlich Krieg ist und da können keine Wahlen stattfinden. Aber man kann dennoch 20-Jahres-Verträge abschließen, zum Beispiel für Gaslieferungen aus den USA. In der Wirtschaft nennt man so etwas feindliche Übernahme eines Unternehmens. Und überhaupt kann man in der Ukraine richtig Geld machen. Die Ukraine ist im Ausverkauf. Staatseigentum wird privatisiert. Tja, möglicherweise liegt es daran, dass der Petrodollar tot ist, still und leise gestorben, letzte Woche schon. Und dies bedeutet natürlich den Tod des jetzigen Dollars und selbstverständlich des Euros. Zumal die Werte Westenstaaten dermaßen verschuldet sind, dass die Blase auch von allein jederzeit zu platzen droht. Und obwohl es keine großen Schlagzeilen über den Untergang des Petrodollars gab, große Probleme für die US-Regierung bestehen dennoch, die zur Finanzierung ihrer Kreditaufnahmen und Ausgaben auf die Dominanz des Dollars ja angewiesen ist. Es sieht also ein wenig so aus, als hätten die BRICS-Staaten ein Embargo gegen die USA und Israel verhängt. So etwas hat es wegen der Macht der Federal Reserve, die die Länder durch Embargos kontrolliert, noch nie gegeben. Das Blatt hat sich also gewendet. Ja, die Federal Reserve kann man in drei einfachen Worten umschreiben. Sie ist Betrug. Und also hatte man sich eingebildet, man könne eben einfach mal so russisches Vermögen stehlen. Gut, musste man ja auch, weil die eigenen Kassen schlicht und ergreifend leer sind. Hat also die EU wirklich geglaubt, sie kann russisches Vermögen einfach so stehlen, ohne eine Retourkutsche aus Russland zu erwarten? Russland will jetzt nämlich europäisches Vermögen beschlagnahmen. Maria Sacharowa meinte, es würde für Europa schmerzhaft werden. Dem tiefen Staat steht also das Wasser theoretisch bis zum Hals. Hochkriminelle, korrupte Machenschaften überall kommen an die Oberflächen. Die Menschen wenden sich ab und Pleite ist da auch noch. Also muss er, wie Trump und Orban und viele andere schon erklärt haben, in einen dritten Weltkrieg hineintreiben. 31 NATO-Staaten wollen unbedingt Krieg. Und man protzt mit Atomwaffen herum und der kleine Jens ist schon ganz aufgeregt. Man müsse nun beraten, Raketen aus den Lagern zu nehmen und in Bereitschaft zu versetzen. Transparenz als Abschreckung. Na klar. Währenddessen allerdings ist ein russisches Atom-U-Boot unvermittelt vor der schottischen Küste aufgetaucht. Man zeigte sich ernsthaft schockiert. Das hatte man wohl nicht kommen sehen. Hatte man doch angenommen, die sei auf dem Weg nach Venezuela oder nach Kuba. Gott im Himmel, man wusste es einfach nicht. Panik. Geht es also eventuell um Unterseekabel? Und wer es noch nicht wusste, China ist auch eine ganz massive Bedrohung, so der Jens. Und siehe da, China hat ein animiertes Video vorgelegt, das zeigt, wie Bombardier, PLA Navy, ein Flugzeugträgergruppe der US Navy, mit Raketen zerstören. Die Raketen umgehen die Luftabwehr und versenken den Flugzeugträger. Ja, man hat Angst. Alternativ kann man natürlich noch Corona 2.0 hochfahren und falls das nicht reicht, eine Vogelgrippe-Pandemie. Der frühere Direktor des Centers für Disease Control and Prevention, Robert Redfield, sagte, er sage eine Vogelgrippe-Pandemie voraus, es sei nur noch eine Frage der Zeit. Das Problem ist eben einfach nur, dass das Vertrauen in die Hellseher, die Experten und Regierungen fast nicht mehr vorhanden ist und sie mit der nächsten Planung einer imaginären Pandemie einfach nicht mehr durchkommen werden. Das ist schon im Ansatz eine gescheiterte Aktion. Dafür haben sie nicht einmal mehr die finanziellen Mittel. Das allein ist aussichtslos. Davon abgesehen werden die meisten Menschen sich dadurch nicht mehr irritieren lassen. Der Zug ist einfach abgefahren. Und nun die Sendung noch einmal in einfacher Sprache. Putin ist doof, Trump ist auch doof oder sogar döfer, China ist böse und Russland ist ganz, ganz böse und Trump ist immer noch doof. Andere Meinung ist Nazi und rechts. Und noch die Wetteraussichten? Morgens wird es hell und abends dunkel und der kleine November möchte gern aus dem Juni abgeholt werden. Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen mag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer. Gustave Le Bon.
Aber die Zeiten ändern sich und die Menschen können es sehen. Und nicht jeder, der aussieht wie ein Mensch, ist auch tatsächlich einer. Es wird viele überraschen, wie wenig Menschen tatsächlich existieren. Der Mainstream überschlägt sich fast. Wir sind nicht allein. Oder haben Sie sich schon mal gewundert, warum gegen Andreas Scheuer, den Verkehrsminister, keine Ermittlungen eingeleitet wurden, obwohl praktisch Veruntreuung eigentlich vorliegt von Steuergeldern, zumindest vermutlich. Die Staatsanwaltschaft wollte nämlich ermitteln und dann hat die Justizministerin einfach gesagt, nein, da finden keine Ermittlungen statt und damit ist die Ermittlung beendet. Das gibt's nirgends. Also in Amerika kenne ich das nicht, in England kenne ich das auch nicht und in sonstigen westlichen Demokratien kenne ich das auch nicht. Da ist die Staatsanwaltschaft unabhängig und entscheidet selbst und unabhängig, ob sie Ermittlungen einleitet. Bei uns sagt der Justizminister, gegen Regierungsmitglieder gibt es keine Ermittlungen und damit Ende. Dann ist die Sache erledigt. Also ich glaube schon, dass es Reformbedarf in unserer Demokratie gibt und ich sage Ihnen eins, die Gefahr für unsere Demokratie, die geht sicherlich nicht von der AfD aus. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die nicht zu dem Gesinde gehören, schmeißen die anderen raus oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt. Leck mich doch alle am Arsch, Mensch! Ich verpiss mich jetzt.